Das hier ist die vermutlich cremigste One-Pot-Lachspaste aller Zeiten. Auf geht's. Würzen jetzt beide Seiten unseres Lachses mit Salz. Außerdem frisch gemahlener Pfeffer. Und lassen den jetzt in der Pfanne schön glasig gar ziehen. Solange der Lachs noch in der Mitte glasig ist, nehmen wir ihn raus und packen ihn erstmal zur Seite. In die noch heiße Pfanne geben wir jetzt unsere Schalotten, Lauch und den Knoblauch und schwitzen das Ganze glasig an. Das Ganze leuchten wir mit einem Glas Weißwein ab. Das andere Stück Lachs schneiden wir uns in Würfel. Sobald der Wein vollständig verkocht ist, füllen wir das Ganze mit Fisch oder Gemüsebrühe und unserer Sahne auf. Sobald die Soße kocht, packen wir hier unsere frische Pasta in die Soße. Jetzt unseren gewürfelten Lachs dazugeben. Außerdem halbierte Kirschtomaten, Prise Salz, frisch gemahlener Pfeffer. Und finalisieren das Ganze mit einem Esslöffel Nussbutter und frisch gehackter Petersilie. Außerdem etwas Zitronenabrieb. Obendrauf unser gebratenes Stück Lachs. Und finalisieren das Ganze mit frischem Zitronensaft. One-Pot-Lachspasta. Viel Spaß damit.